Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Runde hier in Pokémon Weiß Randomized. Ich hoffe heute mal ohne Schlagbohrer. Momentan sind die ruhig hier draußen, also ich habe gerade große Hoffnung. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich stehen geblieben bin, ja. Oh, ein Starivia. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Pokémon. Also fliegen können wir auf jeden Fall, das ist schon mal no problemo, aber... Oder? Obwohl, nee, warte mal, wir haben Paras. Entschuldigung, Parasekt. Diese Tatsache habe ich gerade ein wenig verdrängt. Warte mal, Wirbelwind ist fehlgeschlagen. Ich wollte fliehen. So, warte mal, Dish hat sich besiegt. Schon mal das Item, wollte ich gerade sagen. Hallo, Wingull. Daran erinnere ich mich noch. Ich wollte eigentlich ja mich erkundigen, ob du Kaskade lernen kannst. Ach. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass du es nicht kannst, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. So, dann lass uns mal kämpfen. Naja, ich denke mal, da wir ja eh jetzt noch die Arena vor uns haben und sowieso in diese Richtung dann gehen müssen, kann ich ja auch in der nächsten Folge dann nochmal drauf gucken. Das ist immer so eine Sache für sich, wenn man dann immer wieder arbeiten dazwischen muss und man dann nicht an alles denken kann. So. Nebenbei möchte ich mich auch nochmal entschuldigen, dass gestern keine Folge gekommen ist. Es lag einfach daran, dass ich aus der Nachtschicht raus bin, die dann von meiner Arbeit erwartet haben, dass ich um 14 Uhr an einem Teamgespräch teilnehme. Ja, ich komme morgens um 7 Uhr von der Arbeit heraus, brauche eine halbe Stunde heim. Brauche eine halbe Stunde quasi wieder zurück auf die Arbeit. Ja. Ja, das heißt also, man kommt um 7.30 Uhr nach Hause, ja. Kann sich frühestens um 8 Uhr hinlegen. Was ich aber an dem Punkt nicht gemacht habe, weil ich muss dann in einem Frühdienst ein, zwei Tage später wechseln. Also, deswegen habe ich durchgemacht und dann ist man halt so ein bisschen gerädert. Okay. So, ich schweife zu weit ab, aber wir schicken wir rein. Max will ich reinschicken. An sich ist ja Parasekt gegen Luxio an sich ein relativ gutes Matchup. Wenn man halt den Feuerzahn, den Luxio haben kann, als Move mal so ein bisschen außer Acht lässt. Ich benutze mal hier Drachenwut. Biss. Ja. Ja, und unten haben wir ja eine Krankenschwester, da kriegen wir ja ein bisschen was aufgefüllt. Das sollte kein Problem sein. So, Tom erreicht Level 33, sehr schön. So. Tom ist ja gleich auch auf demselben Level-Niveau, aber wartet mal. Wir sind zwar relativ gut dabei, aber wartet mal. Was das alles jetzt angeht. Warte. Oh Gott. Nein, nein, nein. Gott, jetzt habe ich die Tasche gefunden. Meine Güte. So. Ich weiß ja nicht, was die Krankenschwester an Pokémon hat. Deswegen lieber mal kurz doch nochmal eine kleine Verarztung. Und dann. Gehen wir weiter. Ah, hallo Wingull again. Also gegen wilde Pokémon vermisse ich ganz ehrlich, Mara, deinen Rauchball. Bin ich ehrlich. Wow. Volltreffer unverwirrt. Das ist so die Arschkarte der Arschkarten. Hier, krieg was ab. Schade. So. Du kämpfst nicht ohne Ansprache. Oh gut. So, junge Dame, Pflegerin. Hat man den Krankenschwester draus gemacht? Na naja, egal. So, Nebulak. Deine großen Augen möchte ich mal gerne schließen. Bitteschön. Spukball. Hui. Mal gucken. Okay, so sieht das aus. So, dann würde ich sagen, wir stecken jetzt mal die... Du willst mich doch verarschen, oder? Ah ja, aber Krankenschwester.
ärztliche Versorgung und pipapo. Gut, ich probier's mal mit Tom. Mara kam mal zurück. Tom übernimmt das mal. Mal gucken, wie gut du das... Wow. Ich habe damit gerechnet, dass du es besser wegsteckst. Na gut. Ja, komm, wir greifen trotzdem. Du bist echt strategisch nicht schlecht. Ja, der war gut. Der war gut, mein Freund. Den gehen ich dir. Ich hätte auch auf Speedy wechseln können. Ja, es fällt mir gerade ein. Speedy hat ja den Zweityp Flug. Da hätte das kein Problem sein dürfen. Aber habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. So. Ach komm, bleib erstmal drin. Ich will zumindest die EXP haben. Für dich. So. Und Schlink. Das ist so ein Pokémon, was ich eigentlich... Tarnung. Guck nur mal. So ein Pokémon, was ich... Ja, ich sag mal so selten... irgendwo sehe, obwohl die Typenkombination mit Elektroboden, wenn ich mich nicht irre, an sich ja ganz interessant ist. Ey, wir haben echt wirklich heute die Drops bei uns. Und es ist relativ defensiv, das ist auch so eine Sache. Mit einem hohen KP-Pool. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es persönlich noch nicht gespielt. Ach komm, Julin. Wir knallen jetzt einfach drauf. Ja, gegen Fullschling fehlt mir wieder die Pflanzenattacke. Das ist schade. Wow. Du hältst echt was aus, so kleines Ding. Mal gucken, ob das jetzt mehr Schaden macht. So. Dankeschön, jetzt machst du meine Pokémon bitte wieder fit. Das wäre sehr nett von dir. Dankeschön. So, dann gehen wir mal weiter, wollte ich sagen. Hallo, Vingal. Oh, Mara kann wieder nicht fliehen. Und tschüss, Mara. Und Spaß. Ey, da fühle ich mich langsam... Ah, Gott. Ja, jetzt könnte ich gerade wieder zurückrennen und mich erstmal heilen. Ich glaube, ich mache das anders. Tom, Item nehmen. Item nehmen. So. So, ich glaube, ich lasse einfach mal so lange jetzt hier, wir noch diesem Turm sind, dass wir. Hoppala. Oh Gott. Ich komme noch ein bisschen durcheinander mit diesem, mit dem Inventar hier. So. Warte mal, bei wem war ich jetzt? War ich jetzt bei Mara? Genau. So. Und den gebe ich jetzt das Glück sei, weil es bringt uns nichts, wenn wir andauernd nicht vor dem Pokémon fliegen können. Mara kriegt dann, wenn es hier nur Flug-Pokémon gibt, weil hier gibt es ja bisher Starivia und Vingal, kriegen wir ja nur auf die Fresse von denen und ich muss nicht unnötig KP von Mara verschwenden. Na, machen wir es halt eben so mit dem EP-Teiler. Labras. Ja, okay, da ist ja Tom ja gar nicht mal so schlecht. So. Ladestrahl. Sepp. Yay, Boost. Du hast dich gerade selber getötet, mein Freund. Denke, weißt du, du kannst diesen Kampf schon nicht mehr gewinnen. Aua.
Abgesang steht Platz 2, mein Freund. Und tschüss. Lapras ist auch ein cooles Pokémon. Ich will Lapras. Gib mir Lapras. Hier habe ich ja wieder so eine Lammkrücke. Ein Schritt. Mann. Hallo, Bengal. Diesmal habe ich kein Pokémon vorne, wo wir so schwere Probleme haben zu fliehen. Weißt du was? Ich schieße dich vom Himmel. Süß. So. Einfach nur als kleine Rache. Rest in Peace, Bengal. Ich überlege mir echt so, wie das hier aussehen würde, wenn hier so haufenweise Wingals überall hier lang flattern würden. Oh Gott. So. Ich muss auf jeden Fall hier wieder ein wenig auffüllen. So. Am Anfang habe ich diesen Turm gelobt, dass da nicht so viele Pokémon-Begegnungen kommen. Und jetzt ist das Spiel wieder sehr nett zu mir. Süß, Starivia. Da, 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 da. Ein Hyperball. Dankeschön. Scheinbar sind die Starivia hier so anhänglich. Da, dim, ba, ba, da, bam. So. Hallo, Kleiner. Lass uns mal kämpfen. Dumm. So. Ui, ja, das ist nicht so gut. Das Matchup ist nicht so gut. Wir hauen mal ab. Den schicken wir rein. Mara ist jetzt auch kein guter Pick, wenn wir jetzt dann Steinsattacke abkriegen. Yulin, Max. Schick Max rein. So, Max, übernehme mal bitte. Felswurf. Ja, sag ich ja. Wow. Man kann es auch übertreiben, mein Freund. Man kann es auch übertreiben. One-Shotten kann ich es eh nicht. Die hohe physische Verteidigung macht mir das nicht möglich. Das macht mich, bringt mich jetzt gerade in eine Bredouille. Jetzt habe ich nur Yulin. Ich glaube, Yulin den Angriff überleben können, wenn er jetzt wirklich 5-mal getroffen hätte. Ich muss jetzt mal mich gerade ein bisschen mal kurz das angucken. 54 mit 85 HP. Oh, Yulin hätte das sogar wegstecken können. Ich habe die Verteidigungsseite echt unterschätzt. Okay. Das habe ich echt unterschätzt. Aber gut, ich habe jetzt auch eigentlich damit gerechnet, dass Max ein bisschen mehr eigene Defensive hat. Aber gut. Ja, man darf aber nicht vergessen, Max ist ja noch der erste in der Entwicklungsstufe. Ja, es ist immer noch so eine Zwickmühle. Flunkiefer. Komm, Tom benimmt das. Es wird echt Zeit, Max, dass du dich endlich entwickelst. Ui, noch Flunkiefer. Hat er echt Ladestrom nur 10 AP gehabt? Wow. So, Max, Max sagt schon Tom. So, jetzt kann man loslegen. Okay. Lockduft. Ich frage mich, ob jetzt Elektroball ausreichen wird. Wir versuchen es einfach mal. Glaube aber irgendwie nicht. Doch, reicht. Okay. Ja, ich bin wegen dem Wesen ruhig noch so ein bisschen hin und her gerissen, was jetzt
Nützlichkeit des Elektroballs angeht. Weil wir brauchen ja mehr Initiative, um ja mit Elektroball jetzt hier Schaden zu machen. Tafelwasser. So, Max komplett auffrischen. Bin ganz ehrlich. Wir müssen uns endlich entwickeln. Die Drachenwut, die am Anfang so einen Vorteil gegeben hat, die lässt langsam stetig nach. Hallo Wingal. Ciao Wingal. Viel Spaß noch. So, jetzt sind wir endlich hier oben. Hallöchen. So. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Turm so hoch ist, dass wir schon über der Wolkendecke sind, so mal ganz ehrlich. Aber gut. Wenn es der Fall ist. Na gut, machen wir mal. Hui. Okay, Geraldine. Kann man nicht von hier oben runterfliegen oder muss ich laufen? Kann ich fliegen? Ich darf fliegen, okay. Würde ich sagen, wir gehen jetzt hier und kümmern wir uns um die Arena. Und weg. Ach, wieder so ein Schiedwetter. Ich bin jetzt mal gespannt, welche Level die Trainer haben in der Arena. So, Dankeschön. Man sieht sich. So. So, die Arena war ja hier hinten. Genau. Ah, die ist jetzt offen. So. Wie waren die nochmal aufgebaut? Ja, ich erinnere mich. Hier ist Safety First und alles. Es ist seltsam. So. Dum, 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 dum. Mal gucken, was du für Flug-Pokémon wirklich hast. Das sehen wir uns jetzt mal an. So. Ein sehr massives Flug-Pokémon, ich sehe es schon. So, okay. Machen wir jetzt mal Ladestrahl. Sehr gut. Der Boost ist unser. Lockduft. Warum können alle Lockduft? So, gucken wir mal, ob es jetzt auch so gut funktioniert. Ja, bye bye, Teddy Ursa. Tom erreicht Level 34. So, Flunkiefer, oh, wir bleiben drin. Wir haben jetzt unseren Boost. Den nutzen wir so ein bisschen aus. So, Batz. Wow. Okay, ich habe echt diese Stärke von den Elektroball unterschätzt. So. Der scheint eine Falle zu sein. Der scheint eine Falle zu sein, aber ich falle auch, glaube ich, volle Kanne drauf rein. So, Fluglotse oder Pilot. Pilot. Ein Floink. So, Tom, du darfst weitermachen. Hier, fang an zu rollen. Einfach los. Volle Kanne drauf.
Ja, brennt ein bisschen. Och Mann. So viel zum Walzer. Aua. Zack. Oh, fast. Bumm. Okay, mal gucken, wem wir noch eine Runde. Elektrik. Oh ja, wir bleiben drin. Wir rollen gerade auch über Elektrik drüber. Komm schon. Komm schon, Tom. Das kriegen wir hin. Hui. Ja, Schockwelle macht nicht so viel Schaden. Das sollte nicht so viel Schaden machen. Sag ich ja. Und komm schon. Sehr gut. Bye, bye. Ja. Das mit der Paralyse war bitter. So, dann heilen wir mal gerade wieder hoch. Mal so ein Tafelwasser, bitteschön. Und haben wir noch was zum Heilen? Paraheiler. Ich muss aufstocken gehen. Ich hoffe, schmeckt mir das. Ah, doch nicht. Zu. So, und jetzt einmal hier schön Punkte machen, durch den Ring fliegen. Ach nein, noch nicht. Warum ist hier so ein Gitter? Wenn ich überlege, dass hier, wenn hier jemand falsch landet, voll kann mit dem Fuß ins Gitter, Bein ab. Yeah, sehr schön. Hallo, Pilot. Na, wen haben wir denn da? Darius, oh Gott. Der hat bestimmt seine Axt im Aktenkoffer. Oh Gott. Vieli. Was habe ich denn gegen Vieli vorzuweisen? Mara, komm schon. Verwurzler. Okay, ich würde sagen, wir versuchen mit Zornkling jetzt hier. Ach Gott. Verwurzler, Amnesie. Jetzt geht sie rund. Okay. Ja, genau das ist mein Problem, was ich mit der Situation habe. Säure. Blah. Das senkt noch meine Spezialverteidigung. Zack. Noch einmal und dann haben wir das Vieli eingestaunt. Das Vieli wehrt sich mit allen Mitteln. Na komm schon, Mara. Ich frage mich, ob, wenn wir uns selbst verletzt haben, die Zornklinge als unterbrochen gilt oder nicht. Weil wenn wir zurückschrecken, gilt das ja nicht als unterbrochen. Also langsam kannst du dich schon mal wieder einkriegen, Mara. Wow. Dat RNG. So. In mein Gesicht. Max. Drachenwut. Gehen wir mit Fixschaden drauf. Und weitere Amnesie. Und noch einmal. Bitteschön. So. Nein, also Finale definitiv nicht. Bei Explosion überlege ich es mir vielleicht noch, aber nicht bei Finale. So, hat man nicht noch einen Beleber oder sowas? Einen. Okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nach der Aufnahme in der nächsten Folge spätestens wieder auffrischen gehen. Ich will eigentlich in der Folge noch die Arena fertig machen. Mache ich auch, denke ich. Warum geht die Kanone nach da? Warte mal, wie war denn das nochmal? Ja, werde ich gleich sehen.
Klick, die Klack. Nee, warte mal. Klick. Klack. Oh. Kann man eigentlich auch mit Tom bewerkstelligen. Bist zwar an sich sehr stark von den Werten her, aber hast halt nicht so gute Attackenmöglichkeiten. Hui, Autonomie. Damit wirst du schneller. Das macht der Elektroball ja so gesehen auch weniger Schaden gegen dich. Aber es reicht trotzdem. So, Macherisch Level 36. Okay. So. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn Max sich entwickelt. Yay, erster Ring. Badum. Oh, zwei Ringe. Juhu. Au. Wer auch immer diese Kanone ausgerichtet hat. Der wird meinen Anwalt kennenlernen. Hi. Na. So. Auf geht's, Geraldine. Das passt sogar zu dir. Okay, Tom. It's time to shine. Leg los. Akupressur. Na, was steigt? Oh nein! Elektroball. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Tom, wir bleiben dabei. It's time to shine. Straptor. Nicht Straptor, sag ich schon. Stalubor. Gott. Ich war schon so sehr auf die Flugpokémon fixiert. Ein Stalubor. Countern wir mit Max? Ich versuch's mit Max. Obwohl ich mit Max halt sehr wenig habe, einem wahrscheinlich Stalubor entgegensetzen kann. Versuch's hier mit der. Oh, das kann ja schon erdbeben. Shit, so. One-Shot auf Max. Ich habe eine Idee. So, Spaßkanone. Oh, es ist zu schnell. Halt durch, komm schon. Sehr gut. So. Okay, jetzt haben wir dir den Angriff genommen. Jetzt übernimmst du. Ich hoffe, er bleibt bei Erdbeben weiterhin. Schlitzer. Als ob er das predicted hätte. Alter! Ronja. Er kann Schlitzer, er kann Erdbeben. Wenn er jetzt auf Erdbeben geht, dann ist er echt... Sag ich ja. Okay, Beutel. Kampf-Items habe ich leider keine. Okay, KP in Erholung. Hypertrank. Geben wir nochmal Jolin was. Steinhagel. Okay. Jolin übernimmt nochmal. Jolin. So. Erneut Spaßkanone. Statt er gerade Hornbohrer, oder habe ich das einfach nur gerade eine Hornattacke schlecht gelesen? So. Psychischer Schock. Bums. Was tut ihr jetzt? Trotz Resistenzen weh. So, KP in Erholung. Nein. Nein. So.
Erstmal Tafel Wasser nachschieben. Erdbeben. Das musste jetzt aber sein, wa? Spiel. Mara. Pitchbohrer. Lekumir, du bist so ein Sack. Ich bin gerade ein wenig sprachlos. Der Hornbohrer hat mich jetzt komplett aus dem Lauf rausgebracht. Klar, wir haben jetzt das Stahlobohr schlafend. Aber wenn ich mein Glück jetzt auch noch... Wenn ich jetzt auch noch sehr viel Glück habe, wird das jetzt auch nur noch zwei Runden beim Pennen. Ich habe Triplett, ich habe Bookzookeeper, ich habe Fliegen. Ich glaube sogar Verfolgung. Warte mal. Ja, stimmt, das war ja... Alter! Du willst mich doch jetzt gerade verarschen, oder? Was ist denn dein Kackproblem, mein Freund? Und jetzt verfehlen wir auch noch. Ja, okay. Das ist es, GG. Zweimal Hornbauer getroffen. Einfach meine Pokémon rausgenommen. Wow. Alter! Alter? Entschuldigung. Hornbohrer! Dein verdammter Ernst? Wow. Einfach nur wow. Hornbohrer. Ah, Gott. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.